Der Schoki gehört nicht auf die Hose. Das ist in den Mund. Darf ich aussuchen? Ja. Ich nehme mal, was man kennt. Grease kennen wir. Haben wir auch schon, ich meine, in England habe ich das ab und zu gehabt, wir haben es auch schon bestellt. Mhm. So Grease kennen wir, Minis, dürfte jetzt nichts Überraschendes sein, aber es sind geil. Erdnuss, Butter ist halt schon. Ah, das kann man wieder verschließen. Mhm. Standard Grease Geruch. Und dann gucken wir mal, Grease. Mini. Wir müssen in den Kühler. Wir müssen in den Kühler dann wieder, ja. Mhm. Was kennt und liebt. Mhm. Klassiker. Wo würdest du es? Ziemlich weit oben. Ich auch. Vor die Sour? Ja, auf jeden Fall. Meine Überlegung war jetzt halt vor Pretzels oder nach Pretzels. Ja, wenn nicht, mach was wie Pretzels. Mhm. Also hier dazu. Mhm. Auf die Pretzels oben drauf. Dann nehmen wir jetzt Oreo. Auch mit Waffle Roll. Das sind Waffle Rolls, creamy and crunchy. Manchi. Jetzt bin ich gespannt, weil Oreo kenne ich in der Form noch. Oh, sind genau zwei Stück, oder? Ne, es sind, oh, sind mehrere. Es sind drei Stück drin. Oh, das riecht geil. Mhm. Wie Karamell. Ne? Karamell, Schoki. Wie Schokokaramell. Mhm. Die kann man echt, die könnte man ins Eis stecken, Vanilleeis, Schokoeis, was auch immer, ist egal, du magst mehr Schokoeis, ich mehr Vanilleeis. Können wir einfach reinstecken und es wäre gut. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes, muss ich sagen. Es sind Waffeln. Lecker, crunchy. Lecker, die Enttäuschung war, auf dem Bild sieht es aus, als wären sie gefüllt. Ja, sind sie aber nicht. Okay, sollen wir die Enttäuschung mit reinzählen? Ja, die zählt mit rein. Ich weiß schon, wo ich es hinlegen würde. Aber diesmal darfst du das erste Wort haben. Also ich würde es entweder vor oder nach Cupcakes machen. Okay. Das war schon meine Entscheidung. Danach. Die Cupcakes waren einfach besser. So, ich darf wieder aussuchen. Ich glaube, wir machen mal, aber ohne Milch. Einfach mal probieren. Einfach so, zum Snacken. Wir tun mal so ein Teil rausnehmen und ein Lucky Charm, hätte ich gesagt. Warte. Nehmen wir das. Ne? So ein kleines. Das probiere ich separat immer. Das ist jetzt ohne Milch. Aber das kann man sich ja vorstellen. Das aus Mais wahrscheinlich, denke ich mal. Schmeckt wie Popcorn, ohne Scheiß. Ich finde nicht, dass es wie Popcorn schmeckt. Hat so einen Popcorn-Geschmack für mich. Ich hatte früher Cereals, die so geschmeckt haben. Okay. Ich weiß nur nicht welche. Okay. Jetzt kommt mein Lucky Charm. Das ist Marshmallow. Marshmallow-Geschmack. Ja, warte. Wie Meringe. Hm. Lecker. Ja. Also mit Milch. Das werde ich auf jeden Fall. Werden wir gemeinsam mit Milch. Fall, ja. Dann morgens zum Frühstück. Frosted Toasted Oat Cereal with Marshmallows. Also ich würde sagen, so noch irgendwo hier in der Gegend eher. Echt? Dann mach das mal auseinander. Okay. Und hier. Der Schoki gehört nicht auf die Hose. Das muss in den Mund. Gelandet. Pop-Tarts. Dann würden wir. Smash. Dann let's go. Die sind halt größer. Vielleicht machen wir erstmal das auf. Nein, wir machen jetzt die Pop-Tarts auf. Das hier kommt zum Schluss, glaube ich. Und ganz zum Schluss trinkt man die Fanta, weil wir dann Durst haben. Bin ich schon bereit. Da sind nur zwei drin. Achso, zwei. Sollen wir eins teilen? Ich gehe auch schon mal in die Küche. Wir machen es warm. Das isst man warm. Das isst man warm? Ja. Ja, okay. Dann warten wir kurz. Microwave. Dann essen wir das warm. Also Pop-Tarts. Mm. Ich nehme das mal runter. Oh, das riecht schon lecker. Kannst du nehmen. Dann schauen wir mal. Echt lecker. Davon könnte ich nicht viel essen, aber geil. Also einzeln vollkommen. Ja, so ein ganzes Stück, das wird lang. Mm. Bist du versorgt mit Süßen. Aber lecker. Ich fand die Lucky Charms besser. Ja? Mhm.
sehr geil. Also, das ist keine Abwertung, aber die Lucky Charms haben mir besser gefallen. Okay, sind zwei Frühstückssachen. Beides zusammen am Morgen. Super für eine Woche Programm. Weiß man auch, dass es süß sind. Sie. Ja. Die sind total süß. Da ist eine Schoki drin, da ist Schoko drauf und da ist noch Marshmallow drin. Mhm. Und da ist ein Keks. Super cool. Soll ich jetzt mal wie Snyder's probieren? Mach ich jetzt mal. Probiere ich jetzt mal als erstes, aber ich glaube, die sind halt Hot Buffalo Wings. Die sind richtig gut. Und scharf. Geht. Schärf ist nicht so schlimm, aber für dich wahrscheinlich zu scharf. Sag mal. Bisschen mehr wie Pfeffer. Ich kenne ja viele von diesen, die gibt es ja auch in Deutschland. Aber die sind noch mal ein bisschen besser. Ja? Mhm. Also die sind jetzt außer der Wertung, weil du kannst es noch nicht probieren. Aber ich kenne ja die Brezel Pieces kennt man auch in Deutschland. Aber das sind bis jetzt die besten gewesen, die ich bisher hatte. Die sind richtig geil. Geil, also richtig gut. Die sind bis jetzt die besten Brezel, die ich hatte bisher. Cinnamon Rolls. Macht man die auch warm? Nee, habe ich nicht gelesen, dass man den. Okay, dann gucken wir mal. Cinnamon Rolls, die große Packung. Und wenn ihr bestellen wollt, candycowboy.de, Taika 10 für 10% Rabatt. Einfach vorbei surfen. Einen Teil. Kannst du noch einen ganzen essen? Nein. Wir haben jetzt das unser Abendessen. Wir brauchen nichts mehr. Heute gibt es kein Kochen. Nur Süßigkeiten und Festmappelieren. Oh. Also schon vom Geruch her tue ich das mal hier ein. Ein kleines Zoo. Ja. Ich muss erst nochmal Wasserschluck nehmen, weil... Na dann. Mhm. Schmeckt wie diese Hefezopf mit der Nusszopf. Nur ist der fluffige. Der ist voll vom Teig her kompakt. Mhm. Der ist fest. Mhm, kompakt und geht. Muss was dazu trinken. Mhm. Da finde ich unsere Hefezopf und unsere Nusszopf besser. Ja. Also, das hier sind Cinnamon Rolls geiler Scheiß, aber wenn ihr Nusszopf kauft, habt ihr dasselbe Geschmackserlebnis, aber ich glaube, von der Konsistenz ist es halt geiler. Na, der Nusszopf. Das ist echt gut. Ich glaube, wir müssten echt Nusszopf nach Amerika exportieren. Natürlich, wenn man böse ist, könnte man nicht sagen. Klar, wenn man nichts anderes kennt, ist das richtig geil. Wenn man nichts anderes kennt, ist es geil. Mhm, aber nur mit unserem Back. Na, die schwedischen Zimtschnecken, unser Hefezopf, so Nusszopf, einfach besser. Mhm. Muss man einfach sagen. Also da, erst war es ein Favorit. Aber eilen wir uns hier zwischen rein. Okay. Auch wenn ich den Swedish Fish immer noch nicht mag, aber dann hier zwischen rein. Also das ist im Mittelfeld. Okay. So, dann haben wir hier hinten die schlechtesten nach unserer Bewertung zu den besten. Überraschend haben die Cerealien gewonnen. Und wenn ihr was tun wollt für den Süßigkeitsindex, einfach den Like-Button drücken, dann kommt eure Lieblingssüßigkeit ganz nach oben. Ja, und zum Abschluss gibt es nochmal was zu trinken. Koffeinfrei, also nichts für mich. Gibt's drei Klopfer zurück. Sieht blau! Oh. Ich hab's schon gerochen. Also, wer mal Schlümpfeblut oder Smurfblut trinken will, that's the perfect thing, ja? Dann würde ich sagen, probieren wir. Probieren wir. Also, geruchsmäßig, ey, das ballert dich weg. Wenn du es riechst, denkst du, oh, ich bin in einen Topf voller Beeren gefallen, wenn du es riechst. Aber geschmacklich ist es dann nicht so schlimm. Also es hält sich wirklich zurück mit den Beeren. Blaubeere, ein bisschen alles ja. Mögliche, so Waldfrucht ist. Wer auf Waldfrucht steht, ja. That's your thing.